Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir den dritten und letzten Teil vom Soldatenmarsch. Der letzte Teil, das ist Takt 17 bis 20, der ist identisch mit dem Takt 1 bis 4. Und ab Takt 21 ein Schluss. Kommt her an die Tasten. Takt 17 bis 20 spielen wir gar nicht, weil es ja identisch ist mit dem ersten Teil. Wir üben die letzten vier Takte ab Takt 21. Der Daumen liegt in der rechten Hand auf dem C. Zum Mitspielen C, D, E. Mit Finger 1, 2, 3, 2, 1, 2. Nochmal. Wir können gleich die linke Hand an der gleichen Stelle Takt 21 spielen. Die spielt parallel auch C, D, E, D, C, D. Und nochmal. Beiden Händen Takt 21. Ihr hört, ich spiele den letzten Ton kurz, weil gleich Akkorde kommen und da muss ich einen weiten Weg zurücklegen. Achtung! Und diese zwei Akkorde, die spielen wir jetzt. Da steht auch Forte drunter. Das sind die Töne A, D, Fis mit Finger 1, 2, 4. Spielt sie ruhig mal nacheinander wie ich. A, D, Fis und zusammen. Und nochmal erst nacheinander, dann zusammen. A, D, Fis, zusammen. Und der letzte Akkord. Der Zeigefinger bleibt, wo er ist. Der Daumen geht einen Ton hoch zum H. A, D, G. Zusammen. Nochmal beide Akkorde. Zuerst nacheinander, dann gleichzeitig. Und A, D, Fis. Zusammen. Letzter Akkord. A, D, G. Zusammen. Und nochmal. Und jetzt spiele ich sie gleich zusammen. A, D, Fis, H, D, G. Ja, der Zeigefinger bleibt immer auf dem Ton und die anderen Finger spielen A, Fis, H, G. Und die linke Hand an der gleichen Stelle spielt mit dem Daumen D, G. Also die rechte Hand spielt und die linke spielt. Und das machen wir jetzt gleichzeitig. Und nochmal. Achtung, ich spiele Takt 21, 22 und ihr spielt die Schlussakkorde. Ich habe fast schon was gehört. Nochmal. So, wir spielen die vier Takte am Schluss am Stück. Und C, D, E.
den ganzen Abschnitt aller 8 Takte. Takt 17 bis 24. Und schaltet auf Pause und wiederholt es 5 bis 10 Mal. Das war der dritte und letzte Teil vom Soldatenmarsch. Wenn es euch zu schnell ging, dann schreibt es in die Kommentare, oder wenn ihr andere Wünsche habt, könnt das auch in die Kommentare schreiben. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.